Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Minister Müller, werte Kolleginnen und Kollegen. Eines gleich vorweg: Entwicklungspolitik für die AfD-Fraktion beginnt hauptsächlich aus der Perspektive der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zum Nutzen der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir nun, Herr Minister, zu dem Koalitionspapier und zu Ihren Vorstellungen eines Afrikas bis zum Jahr 2063. Es besteht wie so oft aus einer Anreihung von blumigen Ideen und den aus Ihrer Politik bekannten Worthülsen. Erstens, das Ganze startet schon mit der Worthülse Marshallplan. Sie soll beim Zuhörer positive Emotionen erzeugen. Die Bilder, die dabei entstehen, lassen sich aber leider nicht in die Realität Afrikas überführen. Denn dazu bedarf es stabiler und nicht fragiler Staaten. Es bedarf rechtlich regulierter Finanzsysteme und der Abschaffung von Handelsbarrieren. So wie es uns die Vorgabe der Amerikaner letztendlich auch an Europa war. Aber wie bitte soll das auf einem Kontinent geschehen, der weder über ein gemeinsames Wertesystem verfügt, noch Verwaltungsstrukturen kennt? Zumal Afrika durch Handelsbarrieren nach Europa mehr Geld verliert, als durch Entwicklungshilfe zurückfließt. Und das Ganze zusätzlich eingerahmt in einer Gemengelage, in der bekannte Großmächte wie Frankreich und Amerika Konflikte in dieser Region forcieren, um die Hand auf diverse Ressourcen zu behalten. Zweitens, Ihre Aussage zu der von der Bundesregierung umgesetzten Vernetzung von Entwicklung, Frieden und Sicherheit. Sie, Herr Minister Müller, sagten dazu, Deutschland geht voran, denn Europa ist noch nicht so weit. Herr Müller, Deutschland als Großmacht? Sie tun gerade so, als ob wir die Regeln in und für Afrika vorgeben. Wir gehen nicht voran, wir trotten nach. 800 deutsche Unternehmen zu 10.000 chinesischen in Afrika zeigen doch hier ein klares Bild. Aber bei allem gebe ich Ihnen recht, ohne Sicherheit keine Entwicklung. Und ohne Entwicklung keine Sicherheit. Nur wir haben es nicht in der Hand, Herr Minister. 2% wollen Sie zukünftig für Entwicklungshilfe ausgeben. Berechnet man die Rücküberweisung der in Deutschland lebenden Migranten, könnte das Ziel der 2% bald schnell erfüllt sein. Man kann nur geben, wenn man etwas hat, und man kann nur helfen, wenn man sich nicht selber vorsätzlich in Gefahr begibt. Das bedeutet für Deutschland, die eigenen Grenzen zu schützen, illegale Migration zu unterbinden, um den Wirtschafts- und Sozialstandort zu schützen und eben nicht auszuhöhlen. Liebe deinen Nächsten, das stimmt, aber wie dich selbst. Drittens. Die Bevölkerung Afrikas wird sich in den nächsten 32 Jahren verdoppeln. Sie wächst also um 1,2 Milliarden Menschen auf ca. 2,4 Milliarden Menschen heran. Jeden Tag wächst die Bevölkerung Afrikas damit um über 100.000 Menschen. Jeden Tag. Und Ihr Ziel ist es, 80% der Menschen in Afrika sollen Zugang bekommen zu Bildung, digitaler Infrastruktur, Gesundheitsvorsorge und Energie. Berechtigterweise. Aber jetzt kommt es. All das, was wir uns hier vornehmen, all das, was hier steht, wollen wir tun, ohne die Umwelt zu zerstören. Na, dass das nicht geht, wissen wir doch alle hier. Und deswegen zurück zum Anfang. Ein zusätzlicher Aspekt des Marshallplans war es doch, der boomenden amerikanischen Wirtschaft zusätzliche Absatzmärkte zu generieren. In der Beschreibung der Eckpunkte Ihres Planes, das kann man übrigens nachlesen in dem Prospekt, was Sie rausgebracht haben, kann man Folgendes entnehmen. Zitat: Ziel ist ein Afrika, das in puncto Lebensqualität weltweit zur Spitzengruppe gehört und dessen, und jetzt kommt es, Humankapital als Ressource voll entwickelt ist. Ergo, es braucht neue Verbraucher, damit unsere Wirtschaftssysteme eben nicht strauchen. Herr Kollege, kommen Sie zum Schluss, bitte. Die Industrienationen werden also munter weiter produzieren, werden somit eine neue Migration erschaffen, auf die wir vorbereitet werden, die Klimaflüchtlinge. Wir, die Industriestaaten, werden dafür haften. Circa 700 Millionen Menschen werden sich demnächst bis 2050
bewegen, ein Großteil davon auf Europa. Es ist ein Kampf um Absatzmärkte und Ressourcen, nicht nur um Öl und Trinkwasser, sondern eben auch um die Konsumenten. Und deswegen sagen wir, ehrlicher und fairer Handel statt Almosen. Und Herr Minister, schaffen Sie endlich Ihre versprochenen Leuchttürme, die durch Afrika strahlen, aber immer mit dem Blick zur Realität und dem Mut zur Wahrheit. Und beides fehlt uns leider bei Ihrem Ansatz gänzlich. Ich bedanke mich. Herr Kollege, da ich Sie nicht bremsen konnte in Ihrem Redefluss bei Ihrer ersten Rede, muss ich Ihrer Fraktion leider mitteilen, dass Ihr nachfolgender Redner nur noch 2 Minuten 30 zur Verfügung hat. Jawohl, Herr Präsident. Beim nächsten Mal. Jetzt, der nächste Redner. Nee, das war die erste Rede. Ja, das mag ja sein, aber Sie dürfen bei der ersten Rede auch Ihre Redezeit trotzdem nicht überziehen. Das ist bedauerlicherweise so, auch wenn mir das leid tut und Ihnen leid tut. Also der nächste Redner der AfD hat noch 2 Minuten 30. Als nächste Rednerin die Kollegin Gabi Weber von der SPD. Applaus.